Die Dame ist die mächtigste Figur auf dem Schachbrett. Darüber haben wir schon in meinem Video Matt mit Dame gesprochen. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass ein Freibauer gegen die Dame gewinnen kann. Es sei denn, es ist ein Rand- oder Löferbauer, der es bis zur vorletzten Reihe geschafft hat. Dame gegen Bauer auf der vorletzten Reihe. Wir betrachten nur die kritischen Fälle, bei denen der König des Verteidigers an seinem Bauern steht. Wenn Dame oder König der angreifenden Seite das Umwandlungsfeld kontrollieren, dann ist die Partie gewonnen. Weiß hat eine Dame mehr, aber Schwarz einen Bauern einen Zug vor der Umwandlung. Wenn Schwarz nur einen Zug Zeit hat, wird er eine neue Dame bekommen. Und die Partie ist ausgeglichen und wird Remis ausgehen. Weiß muss aber seinen König an den Ort des Geschehens heranholen. Die Dame alleine ist nicht stark genug, die Umwandlung des schwarzen Bauern zu verhindern. Der weiße Gewinn besteht darin, den König dazu zu zwingen, das Umwandlungsfeld seines eigenen Bauern zu betreten. Dann kann der Bauer im nächsten Zug nicht ziehen. Und der weiße König hat einen Zug Zeit, sich dem Brennpunkt zu nähern. Dame D4 Schach, König C2, Dame E3, König D1, Dame D3 Schach. Geschafft. Wenn Schwarz den Bauern nicht hergeben möchte, ist der nächste Zug erzwungen. König E1. Und jetzt tritt der weiße König seine Reise an. König G6, König F2. Dame D4 Schach, König F1, Dame F3 Schach, König G2, Dame E3 König F1, Dame F3 Schach, König E1. Und der weiße König rückt ein weiteres Feld näher, F5. Und so weiter, bis der weiße König Kontakt zum schwarzen Bauern aufnimmt. Und schließlich kann die Dame, unterstützt vom König, den Bauern schlagen. Aber Vorsicht, bei Löferbauern und Turmbauern ist die Lage verzwickt, weil es für den Verteidiger rettende Pattideen gibt. Zuerst der Löferbauer. Dame B3 Schach. Alles läuft nach Plan, der König muss auf C1 und seinen Bauern verstellen, um den Bauern nicht zu verlieren, und der König rückt näher, oder? König A1. Schwarz lässt den Bauern im Stich. Aber nach Dame schlägt C2 steht Schwarz im Patt. Nur wenn der König schon sehr nahe am Geschehen ist, dann können Dame und König Mattdrohungen aufstellen, die die Umwandlung ebenfalls verhindern können. Hier gewinnt die Dame einfach mit Dame B6 Schach, König A1, König D2, C1 Dame, König schlägt C1, König A2, Dame B2, Schachmatt. In dieser Stellung gewinnt Weiß mit dem Zug König B3. Wenn Schwarz jetzt die Dame holt mit C1 Dame, dann ist nach Dame E4 Schach König A1, Dame A4 Schach König B1, Dame A2, Schwarz Schachmatt. Eine Verlängerung des hoffnungslosen Kampfes erreicht Schwarz nur mit C1 Springer Schach. Aber der Springer ist der Dame hoffnungslos unterlegen, die Partie solle Weiß leicht gewinnen. Auch gegen einen Turmbauern auf der vorletzten Reihe ist die Partie nur schwer zu gewinnen. Ebenfalls aufgrund von Pattmotiven. Wie soll Weiß nach Dame B3 Schach König A1 fortsetzen? Nach einem Königszug ist Schwarz Patt. Wenn die Dame den König aus dem Gefängnis auf A1 entweichen lässt, ist das Umwandlungsfeld des Bauern wieder frei. Weiß kann kein Tempo gewinnen, um den König heranzuholen, ohne Schwarz die sofortige Umwandlung zu erlauben. Die beiden Parteien werden wohl den sinnlosen Kampf beenden und Frieden schließen. Auch bei den Turmbauern gibt es sehr interessante Abspiele, wenn der König bereits nahe am Bauern steht.
Wenn der König innerhalb der eingezeichneten Gewinnzone steht, ist der Gewinn möglich, der auch hier wieder mit Mattdrohungen zu tun hat. Dame E1 Schach, König B2, König B4, A1 Dame, Dame D2 Schach, König B1, König B3. Und obwohl Schwarz seine Dame bekommen hat, steht sie so ungünstig hinter dem König versteckt, dass sie die Mattdrohungen nicht abwehren kann. Nicht einmal ein Schachgebot ist möglich, bei dem die Dame nicht verloren gehen würde. Diese Gewinnführung ist nach dem italienischen Schachmeister Giulio Cesare Polerio als Polerius-Eckenspiel benannt. Wenn ihr mehr über Cesare Polerio wissen wollt, hört die 25. Folge von meinem Schachpodcast Schach ist die Kunst der Analyse. Hier ist der König außerhalb der Gewinnzone und der schwarze König steht auf dem Eckfeld. Aber König B5 hebt das Patt auf. König B1, König C4 Schach, König A1, Dame H1 Schach. Und es ist die bekannte Gewinnstellung mit dem König in der Gewinnzone entstanden. Aus einer praktischen Partie, Kasdan Flor 1930. Eine solche Konstellation tritt häufig bei einem Umwandlungsrennen von Freibauern auf, wenn einer der beiden ein Turmbauer ist. Hier wurde gespielt König E5, H4, E6, H3, E7, H2, E8 Dame, König G2. Warum wird hier König G2 gespielt? Bei H1 Dame wäre die neue Dame nach einem Schach auf der langen Diagonale gleich wieder weg. König G4. Und Schwarz gab auf angesichts von H1 Dame, Dame E2 Schach, König G1, König G3 mit dem bekannten Bild der nicht abwehrbaren Mattdrohung.